War ganz gut. Hallo, Herr Matteo. Ich grüße Mirko. Sie sehen ein bisschen anders aus als letztes Mal. Haben Sie sich ein bisschen ordentlich angezogen, ne? Haben Sie dazugelernt? Chef, was ist denn passiert? Ich habe einen leichten Filmriss. Warum bin ich auf dieser... Sind wir im Gefängnis? Habe ich was angestellt? Ich habe Neuigkeiten. Wie soll ich das jetzt genau sagen? Ich habe tatsächlich alle Möbel verkauft. Mit 62 Monaten. Ja. Da fängt das Leben an. Sie können mir ja mal folgen, das war ja mal das Wohnzimmer. Ich habe ein leichtes Spielproblem entwickelt. Bin da auch gerade dran. Und ich will da volle Transparenz schaffen. Und habe meine Möbel tatsächlich verkauft. Okay, ich habe direkt eine Folgefrage. Chef, sind wir in Mexiko oder warum sehen Sie so aus? Wir sind immer noch hier. Es ist einfach tatsächlich so, dass ich in letzter Zeit ein bisschen die Kontrolle verloren habe. Ja. Ich hatte den Laden jetzt auch ein paar Wochen nicht offen und Sie waren ja jetzt auch, Sie waren ja auf Klassenfahrt. Ich habe Praktikum gemacht. Genau. Ja. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir doch einfach den Tag starten. Ich bin ja jetzt hier zum Arbeiten. Arriba. Ich stehe Ihnen voll zur Verfügung. Ja, aber eine kleine Frage hätte ich. Also ich bin etwas überrascht, weil ich habe jetzt, wie Sie vielleicht sehen können, etwas meine Mode geändert. Aber Sie sind jetzt, da hat sich das jetzt umgedreht. Das Blatt hat sich gewendet. Ja, ich hatte ein Gespräch mit meinem Finanzberater und der hat gesagt, wenn ich Zukunft in so einem Geschäft haben will wie Ihrem, was ja schon sehr prestigeträchtig ist, dann muss ich ein bisschen auf meine Klamotte achten, dass ich ein bisschen auch seriös aussehe. Aber das ist bei Ihnen jetzt ja nicht so der Fall. Soll ich mich jetzt wieder umziehen oder? Ja, das ist okay. Haben Sie ein bisschen zugenommen? Ja, ich gehe ins Fitnessstudio und ich nehme ein bisschen Whey-Protein seit letzter Woche. Danke, dass Sie das gemerkt haben. Ja, gut. Dann würde ich sagen, schön, dass Sie wieder hier sind und aushelfen. Wir gehen jetzt mal in den Laden, würde ich mal einfach sagen. Ja, ja. Aber ich würde sagen, vielleicht einfach mal, wenn wir uns lange nicht mehr gesehen haben, vielleicht einfach mal zum Lockerwerden ein kleines Bierchen. Ein Begrüßungsküsschen, dachte ich jetzt. Ja, lass erst mal ein kleines Bierchen. Ja, das können wir auch machen. Ach, ein Küsschen habe ich auch nichts dagegen. Danke. So, ja, ein Bierchen. So ein Morgenshot. Warte mal, das sieht so scheiße aus, Mann. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht in dieser Rolle bleiben, Mann. Das ist so verrückt. Ich gehe jetzt hier rein. Das ist so verrückt alles. Das wir wird nie so ein fucking RP-Typ, ey. Ich muss immer lachen. Du siehst so scheiße aus mit deiner dummen. Du siehst scheiße aus. Du siehst aus wie ich letztes Mal. Und gib direkt 3.000 Euro aus. Ich spiele jetzt jede Runde. Chef, lass mich. Matteo, ich habe so viel jetzt bei allen Jokes. Ich habe in letzter Zeit ein Restaurant, du wirst gleich sehen, auf Vordermann gebracht. Ich bin ehrlicher Geldverdiener. Oh, scheiße. Jetzt ich habe gerade 3.000 Dollar verloren. Und setzt 3.000 Euro. Ja, mach. Ich hole es wieder rein, Chef. Ich hole es wieder. Nein. Ich habe 21. Ich habe gewonnen. Und warum sitzt du so komisch? So, warte. Ich hole das wieder rein, Chef. Ich hole alles wieder rein. Machen Sie sich keine Sorgen. Der Betrieb läuft. Ohne 5. Aber das ist keine Lösung für den Laden. Ach, okay, Sekunde. Ich bin auch gleich. 14, wir hitten, ne? Oh, Chef. Okay. Ich mach jetzt. Ich kann das besser. Nee, ich stehe jetzt auf. Ich gewinne das kurz wieder. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Zeigen Sie mir mal, wie das geht. Ja, das ist das ist nicht so gut. Wir machen mal. Ja, hitten. Sagen, wir bleiben. Nee, natürlich nicht. Hitten! Das war 7 oder 17. Oh mein Gott. Das gibt's. Ich möchte nicht mehr arbeiten. Ich darf jetzt Einen Moment. Wir sind noch im Spiel, glaube ich. Ja, jetzt können wir hitten. Klar. Oh, das ist gut. Ja, 19 ist stark. Glaubend, plötzlich liegt auf meinem Karten ein Cocktail. Oh, Matteo, ey. Es ist zu geil. Ja, stay natürlich. Was willst du? Ja, natürlich, stay. Ja, guck mal. Jawohl. Komm.
Ja, ey, hol mir auch mal einen Cocktail. Komm, scheiß da drauf. Ich hol dir einen, warte. Ich hol dir, Chef, ich hol dir einen. Mach dir keine Sorgen. Ja, da arbeitest du nachher auch geil. Dafür hast du mich doch. Dafür hast du mich doch hier. Ach, so, hier. Nee, sag mal, da Cocktail steht. Oh, ich gebe mir auch noch mal einen aus. Komm, was soll der Geiz? Ich auch hitten. Oh, ich bin aus 10 weitergegangen, aber es war 20. Auch gut, warte mal. Ich muss kurz den Cocktail da hinlegen. Stay. Ja, hab ich gewonnen. Oh, 20. Stark. Nee, 21. Wir haben verloren. 20. So, ich glaube, jetzt, wo wir uns hochgewirtschaftet haben... Trink erstmal Schluck. Ich hab nichts mehr. Wir sind abgebrannt. Chef, wir haben keine Kohle mehr. Ich kann mir nicht mal mehr einen Cocktail leisten. Ja, ja, komm hier, in den Mund rein. Alle, riech doch mal. Okay, gut. Okay. Ja, okay, also. So, Chef, jetzt. Ja, das ist ja alles jetzt. Ich höre, dass das. Wir machen gleich geil Suppe. Chef, wollen Sie sich nochmal hinlegen und ich versuche mal den Laden aufzumachen? Wir machen jetzt geile Suppe. Ja, komm, lass mal hier. Komm, der Start war jetzt ein bisschen holprig, Chef. Oh, komm, geil, lass mal in den Laden gehen. Lassen Sie mal in den Laden gehen, komm. Ja. Ah, ja, mein Vater ist auch, der hat mich nicht mehr lieb. Ah, Dad. Entschuldigen Sie, können Sie die Polizei rufen? Können Sie kurz die Polizei rufen? Ich will... Ey, was? Polizei, wo? Ja, bist du? Bist du ein Wichser? ich meine Sie, Wichser. Oh, wie sieht denn der Laden hier? Warum habe ich einen Teller in der Hand? Wo kommt der jetzt? Ja, warum bist du schon im Laden? Kannst du mal ein bisschen langsam machen? Ich bin... Oh, jetzt Chef, nüchtern Sie erstmal aus. Ich mache den Laden hier schon, keine Sorge. Also, Herr Matteo, ganz kurz, ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Ja. Sie sind ja jetzt mein neuer Mitarbeiter, also noch nicht ganz, aber ist ja alles noch auf Probe. Ja. Wie Sie sehen können, habe ich den Laden etwas auf Vordermann gebracht. Sie haben gerade all mein Geld verspielt übrigens. Ich würde sagen, das war 50-50. Ja, naja. Und aber trotzdem, ich habe das Herz am rechten Fleck. Und ich habe mir gedacht, Sie kriegen ja keine Bezahlung, aber ich wollte Ihnen trotzdem irgendwas auch einfach zurückgeben. Deswegen habe ich Ihnen hier ein Zimmer eingerichtet. Wie keine Bezahlung? Können Gehen wir da nochmal rein? Ich hab Ihnen hier ein Zimmer eingerichtet. Können Sie einfach hier wohnen? Wie gefällt es Ihnen denn? Klopf, klopf. Gefällt es Ihnen gut? Können Sie mich kurz allein lassen? Ja. Chef? Ja? Kannst du mir eine Rolle Klopapier reinbringen? Cringe? Nein. Es ist das dümmste Let's Play aller Zeiten hier. Das ist so unglaublich. Hier, komm, ja. So, wir müssen eigentlich neu starten. Wir brauchen das Geld. Warum hast du jetzt das vergammelte Fleisch in der Hand? Das ist mein Putzschwamm. Ich habe ja kein Toilettenpapier gehabt. Mach mal einen Müll, bitte. Wo ist der Müll? Na, so, ich brauche nur eine Einweisung. Ich habe alles vergessen. So, okay, Chef. Gut. Jetzt, also, ja. Also jetzt machen wir mal kurz Tacheles und Spaß beiseite. Ja? Du... Und ich duze dich hier sowieso. Was soll das überhaupt? Ja, sowieso, Herr Chef. Sie können mich ansprechen. Gib mir mal einen kleinen Kuss, komm. Okay. Danke. Wir starten jetzt Folgendes. Du machst jetzt eine geile Kartoffelsuppe. Ja. Ja. Aber du musst sie. Ich habe hier, guck mal rein. Hab ich gestern schon gekocht. Die machen wir einfach warm. Aber. Ja, ja. Und wir haben aber auch eine Chicken. Chicken Soup. Das werden die Kunden lieben. So, ich kümmere mich jetzt um das Essen heute erstmal für den ersten Arbeitstag. Und ich gucke nur zu. Nee, du hast eine ganz klare Aufgabe. Geschirr spülen und abräumen. Ja, ich spüle jetzt Kriegst Geschirr. Kriegst du das hin? Ja, na klar, Chef. Keine Sorge. Und wenn du das wo machst du das Geschirr hin, wenn du es abgespült hast? Natürlich in den Geschirrschrank. Richtig. Machst du mal rein, da? Habe ich es reingemacht? Ja, wie habe ich es gemacht? Hast du. So, dann heißt, gib mir mal bitte zwei Suppenschüsseln. Ich gebe Ihnen zwei Suppenschüsseln. Hier. Bitte hier hinlegen. Hier hin. Ja. Nee, das ist keine Suppenschüssel. War ein kleiner Test. So. Jetzt testest du mich, oder was? Okay, danke. Jetzt kannst du ja mal gucken, wie ich das mache. Und dann machst du das. Nee, weißt du was? Ja. Das machst du jetzt mal. Du nimmst jetzt mal hier die Tomatensuppe. Ist die schon warm? Die müssen wir warm machen. Kannst du mal warm machen. Ich glaube, das kriegst du hin, oder? Ja, ja. Ich mach mal eine andere. Mach mal nochmal schön. So, und jetzt sehen wir hier gleich, wird das warm. Ja? Ich mache hier schon mal die Menüs.
so, dass wir hier einmal eine Chicken Soup und einmal eine Tomatensuppe anbieten heute. Ja, das ist jetzt erstmal Chefsache. Das sollte ich jetzt erstmal, ist nicht so schlimm, mach dir keine Sorgen, das ist ein bisschen viel für dich am Anfang noch. So, die Suppe ist fertig. Jetzt kannst du sie mal nehmen und dann schenkst du mal 0,2 ein. 0,2. Mhm. Wo weiß man denn, wann 0,2 ist? Na, das ist jetzt mal so ein bisschen Learning by Doing. Ne? Bist ja sonst eigentlich gaming-mäßig. So. Soll ich es dir sagen? Moment. Oh, das sieht doch gut aus. Ja, ja. Magst du da mal noch ein Stück Parsley reinmachen? Natürlich, Chef. So, Parsley ist natürlich Petersilie. Mhm. Die nehme ich mir hier raus, mach die aufs Brettchen, mach natürlich den Kühlschrank, also der war schon zu. So. Dann machst du mal, klickst du mal aufs, drauf und drückst mal F. Dann nimmst du mal ein Stück raus. Ach so, eins raus. Moment. Ja, eins vom Dings. Und dann machst du es auf die Suppe drauf. Die Suppe wird immer kälter. Suppe. Jetzt? Ja, ja, ja. So, jetzt kannst du mal servieren. Komm, mach da mal hier raus. Aber wem denn? Ist doch keiner da. Hier hin, auf die Dinger. Und da, aber nur da, wo Tomatensuppe steht. Da? Ja. So, und klick mal drauf. Ja, das sehr ist gut. Eine super Wertung, auch so ein bisschen kalt. Aber das lag jetzt nicht an mir. So, ich mach mal hier die Hühnersuppe rein. Ja, ganz kurz, ganz kurz. Sag mal, ich hab keinen Game-Sound. Die servieren wir auch und dann machst du mal schön liegt den Laden jetzt auf, bitte. Oder hat das Game keinen Sound? So, sorry, Chef, ich bin wieder da, meine Mutter hat gerade angerufen. Ja, musst du wieder weg? Ja, nee, die hat gesagt, das gleich aufmachen. Ich kann den ganzen Nachmittag, kann ich heute. Okay, magst du mal den Laden aufmachen? Klar, Chef. So, Laden ist offen. Soll ich wieder ein paar Leute ansprechen auf der Straße? Nee. So, junge Frau, haben Sie Bock auf eine Suppe? Da, meinen ersten habe ich schon drin. Guck mal, ich krieg das wirklich hin. Ja, dann mach das mal weiter. Ah. Aber du musst auch nicht spülen, ne? Wir haben Wolverine, das ist mein Erzfeind. Den mag ich nicht. Den hier mit dem Gelben, den musst du dir auch mal merken. Das ist mein Erzfeind, den mögen wir nicht. Ey, ich locke hier die Leute rein, die haben Bock auf mich. Wollen sie auch eine Suppe? Die sehen ein bisschen mager aus. Eine Proteinsuppe haben wir. Ich mach ihnen auch die Tür auf. Ja, hier ist aber überall Dreck. Ich putze. So, ich bringe alles rein. Das ist schon gemacht, ja. Keine Sorge. Wie viel Suppe haben wir denn noch? Wir haben noch 0,8 Liter Hühnersuppe und jetzt müssen wir eigentlich Tomatensuppe machen hier nochmal. So, ich räume hier ab. Du kümmerst dich jetzt um die Gäste? Jetzt mal kurz Real Talk. Jetzt spielen wir wirklich richtig, weil du musst jetzt die Gäste abräumen und die Teller hier reinlegen. Mach ich. Chef, keine Sorge. Ich hole hier alles ab. Ich glaube, uns fehlt aber Butter und Milch. Die Frau ist auch fertig. Ah, die wollen noch abrechnen. Oh, ich komme. So, hier. Vielen Dank. Hier. Vielen Dank. Hier. Vielen Dank. Milch und Butter. Herr Praktikant, wir brauchen Milch und Butter. Milch und Butter. Soll nicht losgehen? Dann müssen Sie sich aber um die Gäste kümmern. Ja, mach ich. Milch und Butter, ich eile. Links raus, links. Wo ist links? Hier? Oder, ja, genau. Ja. Milch und Butter, ich komm. So. Milch und Butter bitte kaufen. So, das ist Milch. Wie viel? Eine Milch? Ja, zweimal Milch, zweimal Butter. Ja. Und vergiss die Kiste nicht. Welche Kiste? Wenn du bezahlst. Ja, sieht gut aus. Komm schon. Die Leute sind happy. Und hier auch mal ein bisschen wischen könnt. Mach jetzt aber. So, ich wisch gleich. Keine Sorge. So, hier, ich stell die hier auf. So, ich mache jetzt sauber. Ist sehr gut. Sauber. Ah, guter Mitarbeiter. Jetzt kannst du weiter sauber machen. Ich koch jetzt schon die nächste Tomatensuppe, ne? So, ich bring. Ja. Ab geht's die nächste kochen. Ich rechne wieder ab. So, hier abgerechnet. Kohle ist drin. Teller ist raus. Alter, das läuft ja wie am Schnürchen hier. Ja, klar. So. Mundet es denn, junger Mann? Ich kann jetzt hier nicht, doch. Ja, langsam auch mal hier ein bisschen abspülen, ne? Wäre nicht schlecht. Ja, gleich. Der ist fertig. Ich hole den letzten Teller. Ich spüle gleich. So, und jetzt wird gespült. Nee. Sehr gut. Dann mache ich hier kurz, das kann ich kurz übernehmen. Haben wir noch Tomatensuppe überhaupt? Ist die schon aus? Oh. Nee, wir brauchen noch Chicken Soup. Muss ich jetzt auch noch eine bauen? Scheiße. Die ist ja leer. Nee, die können wir ja nachfüllen. Ich brauche eine Suppenschüssel. So, Suppenschüssel, ich gebe Ihnen eine. Hier. Zwei Stück eigentlich. Die fehlen jetzt. Steht. Weil die nicht gespült sind. Ich habe die gespült, doch gerade zwei Stück. Hier. Okay, gut. Zwei stehen. Knoblauch. Ja, mache ich jetzt, weil ich mache jetzt. Ich spüle die nächste.
Ah, sehr gut. So, ich räume die ein. So, die servieren wir jetzt alles hier bei Chicken Soup. Ja, jetzt läuft's doch. Meine Chicken Soup ist übrigens überall 100%. Perfekt. Ah, hier ist auch Müll und so. Na, wir machen Teamwork. Komm, ich mach das jetzt mal. Ausnahmsweise mache ich den Müll mal weg. Guck mal, wie die Leute hier abstöhnen. Uiuiui. Ja. Die haben Bock. Hier nochmal Parsley rein. Orgasmus für den Gaumen. So, junge Frau, schmeckt's Ihnen denn auch? Scheiße, ja. Ich habe eine Tomatensuppe gemacht, die wir noch nicht brauchen. Guck mal, wie du schon die Teller hier hingelegt hast. So, die Teller sind hier. Aber ich hab's hier ordentlich im Laden. Nein. Oh, guck mal, alle wollen... Abgerechnet. Ja, gut. Teller wurde genommen. Die stimmt hier noch nicht so richtig, ne? Herr Chef, ja? Was ich empfehlen würde, wir bräuchten als nächstes eigentlich einen Tellerwäscher. Also jemand, der nichts anderes macht, außer Teller waschen. Ja, das war's eigentlich du, war dafür gedacht. Ja, aber ich bin zu schnell aufgestiegen. Karriereleitermäßig ist jetzt, also Tellerwaschen ist bei mir jetzt nicht mehr drin. Matteo macht das ja nicht. Wie, seit wann machst du jetzt hier die Ansagen in meinem Laden? Na, seitdem ich hier ein Zimmer habe und meine Toilette. Ja, das können wir aber ganz schnell ändern, dass du hier ein Zimmer hast. Da kann ich aber ganz schnell mal rein und da geht das aber ruckzuck, dass ich hier das mal, Da schläfst du hier draußen. Ja, das tut mir leid. Okay, na gut, Chef, Sie haben mich überzeugt. Moment, ich muss die Kunden abrechnen. Ja, bitte. Also, so weit kommst du ja noch hier. So, Geld. Kann ich mehr. Jetzt. Hier muss ich hier noch. Wir haben keine. Ja, scheiße. Ah, ja, doch, hier. Dingsmodus. Ich brauche eine Schüssel. Ah, da hast du. Oder Laden ist dreckig. Sekunde. Oh Mann, ich mache immer viel zu viel Suppe rein. Wie wirft man den Müll weg? Kann man den bei den Nachbarn reinwerfen? Ist doch in den Mülleimer. Hab ich. Das ist doch ein Mülleimer, hab ich doch hier. Bei Nachbarn ist geiler, da müssen wir den nicht wegbringen. So. Ja. Moment mal, die Frau ist ohne Bezahlen raus! Nee, ich hab die abgerechnet. Ah, okay, alles gut. Gut, ich wollte schon Baseballschläger rausholen. Alles gut. Hey, warum steht mein Bett hier im Flur? Oh mein Gott. Sind wir fertig für heute? Ja, dein Bett, ich mach's jetzt wieder rein, aber. Bitte nicht, also das war schon echt ein bisschen frech. Entschuldigung, Chef. Also wir haben jetzt, wir müssen jetzt noch ein bisschen, ne, das ist, so geht's ja hier nicht. So. Okay. So, jetzt, ich hab jetzt aber auch... wir machen den Laden jetzt mal zu. Ja, ja, aber hier steht noch eine Suppe, Chef. Kann ich hier selber essen vielleicht? Kannst du essen, ja, komm. Ich füll sie dir rein, komm. Danke. Henno, bist du's? Oh, ich brauch eine Wurst, Alter, dann können wir das machen. Nee. Veto, das machen wir schön nicht. Komm mal her. Nein, komm her. Komm! Oh ja. Ich Hilfe! Da ist ein Mann mit einer Wurst. Nee. Gut. Nee. Ja, ich mach doch nur Spaß. Hey, komm wieder zurück. Okay, ich komm wieder zurück. Du bist ein super Praktikant. Ich hab nur Spaß gemacht. Okay, ich komm wieder rein, Chef. Ich hab so ein bisschen Humor. Ich bin so ein bisschen verrückt. Ja. Okay, Suppen haben wir ausgemacht. Okay. Die Suppe ist jetzt hier. Ich mach einfach einen Kühlschrank. Kannst du dir vielleicht heute Nacht nochmal warm machen, wenn du Hunger hast. Ja, das ist lieb, Chef. Ich kann also im Laden einfach schlafen. Das ist für Sie okay, ja? Vertrauen Sie mir da schon soweit? Das ist ja nicht der Laden, das ist ja dein Raum da hinten. Das ist ja quasi deine Wohnung. Muss halt ein bisschen Miete zahlen, ne? Ja, ich habe jetzt nur ein Problem. Also wenn ich jetzt... Ja. Können Sie mal ganz kurz in mein Zimmer kommen? Ja. Also jetzt rein logistisch. Also ich stehe auf, gehe auf den Pott, mache ich mein Geschäft. Da habe ich mir gedacht, weil es ist ja quasi... Ja, das ist schon gut. So, aber jetzt, ich kann mir jetzt ja nicht die Hände waschen. Das heißt, ich gehe dann mit den dreckigen Händen direkt an die Speisen für die Kunden. Ist das hygienemäßig denn in Ordnung? Da bin ich nicht so streng. Da war ich nie so wirklich streng. Also hier ist noch nie was passiert. War das Gesundheitsamt denn schon mal hier im Laden? Na, nicht direkt. Nicht direkt. Also ich finde, man muss jetzt da auch nicht unbedingt so ein Fass aufmachen. Also es hat sich noch keiner beschwert bis jetzt. Okay. Du könntest aber auch mal, wenn du spülst, ist ja frisches Wasser. Das kann ich auch trinken dann, oder? Das ist doch Trinkwasser, oder? Ja, also trinken, aber Hände waschen, glaube ich, könntest du machen. Hände waschen geht schon, ja. Okay, wir machen es so. Morgens darfst du hier Hände waschen und trinken vom Wasserhahn, aber nicht mehr als 0,4 Liter. Ja, okay, das ist in Ordnung. Ich wasche hier nochmal den Rest ab, damit wir morgen alles schon bereit haben.
Alles klar. Also ganz kurz eine Frage. Ich gehe nach Hause, ne? Morgen früh. Ganz kurz eine Frage. Ja. Wäre das nicht total schlau, wenn wir den Schrank nicht benutzen und die sauberen Teller direkt schon mal aufstellen? Ist der Schrank nicht ein Zwischenschritt, der nicht nötig ist? Jetzt pass mal auf, Freundchen. Ich habe diesen Laden von meinem Vater geerbt. Ja. Und wir machen das hier in dieser Familie. Seit 3 Generationen genauso. Ja. Du kleiner Piefke kommst jetzt her und meinst hier alles umzuwerfen mit deinen modernen Ideen, deinen Apple iPhones und deinem TikTok-Scheiß. Die Teller kommen in den Tellerschrank und es bleibt so, wie es ist. Okay, Daddy, es tut mir leid, dass ich so frech war. Es tut mir leid. Ich bin nicht dein Vater. Ach so. Aber ich hätte es gern. Weil mein Papi, der ist Zigaretten holen gegangen vor 10 Jahren, der kam nicht wieder. Warte. Wann genau? Also am 3. August 2014 ist der Zigaretten holen gegangen. Oh mein Gott. Sag nochmal das Datum. 12. Februar 1995 war das. Hast du einen Leberfleck an der Innenseite deines linken Oberschenkels? Boah, weißt du das, Chef? Niemand hat meine Oberschenkel bisher gesehen, außer mein Papi früher, als wir schwimmen waren. Du bist mein Sohn! Nein, Papi, bist du es? Ja! Gib mir ein Küsschen! Oh, Papi, nach all den Jahren, wo warst du denn? Ja! Ich war Zigaretten holen, tatsächlich. Oh, aber ja. Der Automat war kaputt und dann habe ich gemerkt, ich habe voll viel Schulden und auch nicht irgendwie kann mir dich nicht leisten. Und dann bin ich tatsächlich durchgebrannt mit einer Jüngeren. Aber das war schnell zu Ende. Und dann habe ich aber durfte ich nicht mehr kontaktieren. Und jetzt sehe ich dich. Du bist ein wunderschöner junger Mann geworden. Ich weiß. Ich komme ganz nach dir, Papi. Hast und du jetzt auch so einen langen Schwanz? Dann nicht. Ah, nee, ich komme, mütterlicherseits habe ich da, glaube ich. Dad gefunden. Okay, du, ich würde sagen, da haben wir uns ein Bier verdient. Ja, komm. Machst du das Licht aus, bitte? Ja, natürlich. Und du hast mich ja noch Daddy genannt, oh. Vielleicht war das einfach... Das war unterbewusst, ich habe das schon gespürt, bevor ich es wusste, gespürt. Weißt du? Aber hast du wirklich keinen langen Penis? Zeig doch mal. Nein! Nein, Daddy, ich mach jetzt auch mal die Tür zu hier. Irgendwie Bock auf Eis jetzt. Ich hab Bock auf eine Runde Blackjack. So. Hier ist übrigens dein Opa. So, ich knall hier einen. Oh! Ohne Junge! Ich hab, ah, nee, 13. Sitz dich hin und ja gib scheiße. Das aus. Ey, warte mal ganz 15? Bitte, Matteo, warte kurz. Ja. Ich bin hier. Daddy? Nein, ey. Hey, hast du nicht gerade gemerkt, wie anstrengend es war, die Kohle zu verdienen? Du gehst hier hoch, rennst hier hoch und gibst das so aus. Nein. Kannst du dich weniger setzen? Das ging mir locker von der Hand. Mit dir zusammenzuarbeiten ist wie Urlaub. Oh, 17. Oh, nein. Warte. Day. Okay, okay. Scheiße. Na gut, eine Runde noch. Was ist das für ein willkürliches Set? Auch immer. Okay, aber ich bin drin. Oh, ja. Daddy! Ja, ich hab's gesehen. Willst du ein Bier? Ja, ja, gib mal ein Bier. Hol mal ein Bier, Papi. Geil. Ja, so. Ja, komm jetzt. Ja, jetzt kommt die Kohle wieder rein. Ja, cheers, cheers. Jawohl. Geil. Oh, 18, da bleiben wir. Das ist mein Sohn. Guckt euch an, ihr Wichser. Mein Sohn. Jawohl. Er ist ein richtiger Gewinner. Wer bist du denn, Wolverine? Hier ist mein Erzfeund übrigens. Papi, hol noch mal einen Schnaps. Ja, komm mal einen Schnaps. Komm. Trink doch mal einen Schluck von meinem. 15, ja, komm. Ja, komm erstmal so. Ja, nochmal, komm. Scheiße. Oh, ja, so alles rein da. Hab ich heute nochmal einen Schnaps. Noch einen zweiten, oder? Ja, jetzt mal. Pass mal auf. Jetzt 15. Du musst jetzt. Ja, ja, komm. Cheers. Mm. Warte. 15, ja? Das ist der beste Sohn, den ich hier hatte. 20, bitte. Ja, klar. Mach dir keine Sorgen, Daddy. Das gehört uns, die Kohle. Da, guckst du dir an, die Loser. Bitte aufhören, mich Daddy zu nennen. So, reicht jetzt aber auch. Lass mal schlafen gehen jetzt. Nee, mach einmal noch. Komm, du hast einen Lauf gehabt. Okay, du hast recht.
Aber jetzt bist du auch. Warte, ich muss erstmal rasaufen. Ich muss erstmal das Bier. Musst du dir erstmal reinschütten. Ich hol mir ein Champagner, komm. Ist das eigentlich ein Cerveza Cristal oder was ist? Ah, es hat jetzt $250 gekostet, scheiße. Egal. Okay. So, warte, ich pfeife es mir rein. So. Hey, ich sehe nichts mehr. Sitze ich am Tisch? Wo bin ich? Genau die Vater so bezüglich immer haben wollte. Oh je. Ach du Scheiße. Okay. Hitler, komm, Mann, noch einmal. Risiko? Ich spür's, da kommt eine Vier. Ja. Ich hab's gekriegt. Ja! Jetzt gehen wir schlafen. So, jetzt reicht's. Aufstehen. Komm, hier. Kein Schnaps mehr. Hast du was gesagt? Du hast komisch geguckt, ich hab's genau gesehen. Hey, was guckst du meinen Daddy so an? Ha? Das ist mein Daddy. Ja, genau, brauchst du einen Daddy? Such den eigenen so? Daddy. Ich hab den heute wiedergefunden. Ah, hey. Steife Nippel oder was? Auf mit deiner komischen Topfrisur. Ja, okay, Wolverine, besser ist es. Ja, komm, wir lassen ihn. Er hat auch nichts. Erlaubt er sich. So, ich mach Tür zu. War doch ein guter Tag. Wir haben, glaube ich, nur 4000 Mine gemacht. Jetzt hat er einfach den Tag beendet. Ohne. Okay. Schlaf schon, Daddy. Bist du fit genug für einen Arbeitstag noch? Wir machen jetzt komplett einen Arbeitstag. Try hard ohne Quatsch. Ja, jetzt wirklich. Wir gehen jetzt voll auf Profit. Wir müssen aber die Arbeit teilen. Es wird nichts gezockt. Nichts gesoffen. Wir gehen nüchtern in den Laden rein. Wir machen das Ding um 6 Uhr morgens auf. Und wir arbeiten, bis die Sonne untergeht. Und dann nochmal 4 Stunden. Wollen wir, um das nicht zu besiegeln, ein Bierchen morgens? Ja, gut. Also wir stoßen drauf an und dann eine Runde. Okay. Ist noch dunkel. Warum ist denn jetzt dunkel? Nee, wir haben noch nicht geschlafen. Lass doch mal schlafen. Ja, wir haben noch nicht. Ey, wir haben den Laden nicht zugemacht. Und der Laden ist noch auf? Nee, immer wenn du dich da hinsetzt, dann beamst du mich zurück in dieses scheiß Bett. Achso, ja, dann lass doch mal ein Bier saufen, bevor wir den Laden zumachen. Ja, geh du mal in die Kneipe. Ab morgen kein Bier mehr, okay? Heute noch eins. Bitte nicht mehr zocken. Ich zock nicht. Aber wir wollen jetzt jemand einstellen für den nächsten. Ja. Okay, wir müssen jetzt hier zumachen. Boah, ich hab schon einen sitzen hier, ey. Hier ist alles zu. Daddy, ich hab dir ein Bier gebracht. Hier. Komm, sauf noch mal einen. Auf dass wir uns heute wiedergefunden haben. Ah, okay, geil. Auf dich, mein Sohn. Aus dir ist ein guter Junge geworden. Bist ein bisschen fett geworden, aber finde ich, also hier seit letztem, also. Kannst du ein bisschen vielleicht mal weniger Bier? Ja? Ich nasch halt gerne. Ja, nascht gerne Art. So, Papi, was erzählst du da? Ich verstehe gar nicht, was du da sagst. Im Schwabenland würde man sagen, bei den Türen offen, wohnst du am Hang oder was? Jetzt geh doch nicht immer und resette, Mann! Ich geh schlafen jetzt, Papi, ist spät! So, geil. Okay. Lief gut heute, okay, aber. Jetzt warte, 12.400? 12.000? Aber nur und 16.000 minus. Ja, gut. Wieso haben wir denn 12.000 Euro gemacht? Naja, weil wir gute Arbeiter sind. Wir sind ein gutes Team. Real Talk, warum wir denn. Okay. Wir haben jetzt zwei neue Rezepte, aber das ist mir mit dir zu riskant, neue Rezepte ausprobieren. Nee, lass mal die alten. Schuster, bleib bei deinen. Wir haben 68 neue Optionen übrigens hier im Menü. Jetzt geht jetzt alle. Oh Mann, jetzt werde ich in den normalen Sessions gar nichts mehr geraffen, weil diese fucking Fiebertraum-Sessions mit dir. Das sind ganz normal. Daddy, ich mache jetzt die Tür zu und überlegst nochmal, was du gerade zu mir gesagt hast. Wir haben uns seit 14 Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Freu dich doch mal, dass ich da bin. Ich brauch mal eine Couch in meiner Wohnung. Sag mal, Papi, kann ich hier vielleicht mein Zimmer haben? Weil, guck mal, ich bin jetzt im Alter, da lerne ich auch mal Frauen kennen. Ich will die gerne mit nach Hause bringen. Ja, also ich finde auch jetzt, du bist ja jetzt schon, also ne, du, also ich finde jetzt, bist ja ein bisschen alt genug, um auch auf eigenen Beinen zu stehen, oder? Wir müssen eigentlich auch ganz schön viel nachholen, ne, weil die ganzen Jahre, wo du nicht da warst, niemand hat mir beigebracht, wie ich mich rasieren soll und so. Hast du denn ein paar Tipps so, also jetzt von Vater zu Sohn? Kann nicht schlafen. Danke. Danke, Daddy. Ich muss Zigaretten holen. Tschüss, Papi, bis gleich. Wir sehen uns dann wieder in 14 Jahren. Ey, wollen wir mal Verstecken spielen, ganz kurz? Ja, Daddy, lass Verstecken spielen. Das wird auf keinen Fall kein altes Trauma bei mir wieder hochholen. Warte. Ich drehe mich jetzt hier durch. Ich zähle. Du versteckst dich jetzt. Du guckst aber auch nicht, ja? Nein, ich guck wirklich nicht. Ich guck wirklich nicht. Von 10 laut. So ein 10 rückwärts? 10. Ja, mach.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Danny, ich komme! Hab dich! Jetzt bist du dran, Daddy, okay? Das ist doch scheiße, Mann. Ey, das kann nicht wahr sein, dass selbst du in diesen Games und im Roleplay-Modus einfach immer auch trotzdem da so ein fucking Cheater bist. Okay, warte mal echt, weil ich will wissen, wo du dich versteckt hast. Ich such dich jetzt. Ich zähle jetzt mit 20. 1, 2, 3. Ja, ich zähle halt noch schneller. 4. Ja. 5, Mississippi. 3, 2, ich komme jetzt. 20. Okay. So, Daddy. Haben Sie meinen Daddy gesehen? Das ist so ein kleiner, so ein aufgesetzter. Ja, so ein Versager-Typ, ja. Der ist damals, hat er Kippen geholt. Ja, der Kippen geholt. Der, nee, okay, gut. Ey, das macht voll Bock. Du musst dich danach auch einmal verstecken. Ja, ist ja, geil. Ja, machen wir. So, ist er im Metzgerladen? Haben Sie meinen Daddy gesehen? Nee. Wo ist der? Kann man hier rein? Nee, hier ist er nicht. Ach, scheiße, ich habe ja diesen Sombrero auf. Ist er im Laden? Daddy! Nee. Da ist er nicht. Daddy? Daddy, bist du's? Daddy! Haben Sie meinen Vater gesehen? So, er hat so einen großen Hut auf. Hat so eine rote Sonnenbrille mit so... Hey, ich bin hier! Hallo. Nein! Papi, ich hab's ja direkt gefunden! Hallo, Mann. So, jetzt bist du dran, Papi, okay? Ich bin stolz auf dich. Nee, kein Bock mehr. Komm, wir machen jetzt Pommes. Okay, ja, lass Pommes machen. Okay. Okay, Pommes kriegst du, glaube ich, hin. Ja, locker. Okay, jetzt mal wirklich... Okay, einmal kurz ohne Spaß. Ja, 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 kein Spaß jetzt. Jetzt wird gearbeitet. Wir arbeiten jetzt. Ja. Genau. Und jetzt schmeiß mal die Kartoffel. Wie macht man das denn? Ja, Messer halt. Nochmal? Jetzt schmeiß die nochmal. Ja. Okay. Geil. So, und jetzt musst du mal, ich guck mal, ob du das selber findest. Mach mal bitte Sonnenblumenöl in die Fritteuse. Das hier? Ja. Aha. Ah, warte, ich check schon. Ja, nee, sowas nicht, das war... Aha. Ja. Ja, wachst du vielleicht das Ding? Ja. So, und jetzt mach da, jetzt warte. Kannst du ja die Pommes. Nee, erstmal heiß. Öl muss heiß sein. Ja, richtig. So. Ich merke gerade, wir haben noch gar kein Menü. Ich muss jetzt irgendein Menü holen, was Pommes hat. Ja, mach mal bitte schnell. Ja, da müsst nicht beeilen, das ist alles gut. Warte mal, was ist denn einfach? Wir haben einfach. Ey, geil, es gibt einfach nur Pommes. Du machst einfach ja, nur ja, Pommes. Ja, ja, lass den ganzen Tag nur Pommes verkaufen. Ja. Okay, stimmt. Aber da, okay, ich hol gleich Kartoffeln. Machen wir mal. Okay, ich habe übrigens diese Döneranlage seit heute und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man Döner macht. Boah, lass einen Döner machen, bitte. Einen. Das ist unser Ziel für heute. Wenn wir einen Döner geschafft haben, hören wir auf. Okay. Warte mal, mach mal kurz. Achtung, heiß. Ja, ja. Nee, das habe ich auch nicht gerafft. Ich habe heute einen Clip von dir gesehen. Warte. Achso, so hast du es gemacht, ne? Ja. Logisch. Man greift dann die Pommes einfach rein mit der Hand. Ja, mach mal den Teller bitte. Was ist das denn jetzt hier? So, wo ist die Pommes? Ja, wie wär's mit Ketchup? Ja, wo soll ich wissen, wie das Gericht aussieht? Wo soll ich das wissen? Ja, ich sag's dir. Bin ich der Chef oder was? Common Sense würde wissen, dass es da Ketchup gibt. Na ja, vielleicht will der Kunde Mayo. Was weiß ich denn? Mayo. Ja, es gibt. Ich hol Mayo kurz. Ich kauf Mayo. Wie oft? Wie viel Ketchup? Eins? Eins halt. Ja, eins halt. Wie glaubst du? Mann, sag doch jetzt. Warte. Ja, ich bin gerade beschäftigt beim Einkaufen. Jetzt fahr das wird doch kalt. Und Mayo will er auch. Wo ist Mayo? Oh, doch gerade. Ich bring dir gerade Mayo. Wer ist jetzt eigentlich der Chef hier? Ja, das frage ich mich auch langsam. Also kann es sein, dass die Qualifikation... Danke. Ich muss! Also hier, das ist mein Gericht, Papi! Oh mein Gott. Jetzt, hier, leg mal jetzt. Links oder rechts? Links. Ist egal. Da steht ja da die Option, wo das halt... So, und? Ja, was ist ein bisschen kühl, aber Baking 100%, Zutaten 93%, Hitze 63, okay. Overall 3 Sterne. Damit wir den Tag anfangen können. Ich habe ja hier noch Suppe von gestern. Ich mach auf. Nein, doch nicht. Wir müssen die beiden Dinger, Menüs. Ja, mach doch einfach schnell.
Ja, das geht nur, wenn die beiden Dinger besetzt sind. Ach echt? Okay, dann mach ich wieder zu. Ich frag mich, ob man so einen Teller Suppe einfach warm machen kann. Kann man die nicht einfach irgendwo... Ja, ja, mach eine Mikrowelle oder so. Warte, ich frittiere den. Das ist eine dumme Idee. Guck mal, gibt's Mikrowellen? Ich guck mal eben rein. Ja, das geht. Jede Der ist gleich warm. Hey. Ey, wenn das Ordnungsamt hier mal vorbeikommt, Alter, da sind wir nicht nur im Laden zumachen, sondern wir kommen ins Gefängnis einfach. Ich habe hier nichts mehr zu tun. Du bist der Chef. Ich habe hier gar nichts. Ich gehe nach Hause dann. Ja, so nämlich ist die, so ist die Generation aktuell. So sind sie, die jungen Leute. Bloß keine Verantwortung. Warte mal. Ja, was? Das Gericht ist gar nicht da. Warte doch mal. Warte. Ich hole jetzt erstmal Parsley und mach diese Tomatensuppe geil. Ja. Und jetzt serviere ich die Tomatensuppe noch dazu. Geil. Nee, warte, ich habe das Gericht noch gar nicht reingemacht. Warte mal. Also die Tomatensuppe ist komplett dein Ding, ne? Wenn die nicht gut wird, habe ich nichts mehr zu tun. Ja, ach so, meinst du? Ja. Ja. Warte, ich kann das irgendwie gerade nicht. Du hast ja gemacht, nicht ich. Ich kann das irgendwie nicht rüberziehen gerade. Was? The menu cannot be changed, weil... Ach so, wir haben jetzt einfach nur Pommes. Scheiße, wir haben es verkackt. Wir müssen aufmachen. Wir haben nur Pommes heute. Ja, lass aufmachen. Ich hab Kannst die du die Tomatensuppe erstmal einreichen, damit die wissen, ob die geil ist? Ich nicht geben hier. Das verstehe ich nicht. Warum kann ich hier Du musst eine neue abschöpfen. Hier, nimm die. Wo? Oh. Hier, ey, Chef. Wie schnell sich das geändert, dass du jetzt hier der Chef bist? Das ist mein Naturell. So, Mario, der will eine Pommes. So, junger Mann, essen Sie doch mal eine Pommes. Ihr seht euch ganz schön ähnlich. Ja, irgendwie schon. Bist du mein Daddy? Ist das mein Daddy und du hast nur gesagt, so getan, damit ich weniger Lohn von dir will? Kann das sein? Jetzt mal Schwanz sehen. Oh, guck mal, der freut sich aber richtig krass. Und wenn der hier einen abschmatzt. Ja, jetzt weißt du, wie jetzt freust du dich, ne, weil die dein Essen essen. Ja, schon, das ist schon geil. Wie geht hier Döner? Warte mal. Oh, hier ist alles. Tomato-Kebab. So, geil. So, Chef, einmal spülen, bitte. Ey, ich hab Schnitzel anlackt. Oh mein Gott, was ist denn bei der Frau passiert? Wie läuft der Laden? Die sieht ein bisschen aus wie Mama, oder? Ist das der Grund, warum du uns verlassen hast? Wen meinst du? Guck mal, Papi, komm mal her. Die sieht doch ein bisschen aus wie Mama, oder nicht? Ah, kenn ich nicht. So, wen haben wir hier? Oh, hier ist Müll! Ich bringe ihn wieder zu den Nachbarn, warte. Ich will wissen, wie man Döner macht. Ja, das will ich auch wissen. Es ist ein, und die, warum kann ich keine Tomatensuppe servieren jetzt hier? Ah, jetzt geht's, glaube ich. Jetzt habe ich wieder frei. Ah. Oh ja. Oh ja, Daddy. Oh ja. Leute, ich kann die Tomatensuppe nicht mehr servieren. Warum? Hier ist er schmutzig. Vielleicht, weil schon geöffnet ist. Okay, wir brauchen mehr Pommes. Soll ich Kartoffeln holen, Chef? Na, du sollst. Wir haben doch noch Kartoffeln. Mach mal Pommes jetzt. Ja, Entschuldigung, ich dachte, ich muss hier arbeiten. Ja, jetzt ändert sich die Dynamik. Hat ja sowieso überhaupt nicht gestimmt hier. Nee, das ist, weil wir verwandt sind. Man sollte, ich glaube, sowas in der Familie zu machen, ist nie eine gute Idee. So, ist es hier noch heiß? Ja. So, rein da. Zack. Ich achte jetzt auf die Pommes. Du musst jetzt einen Rest machen. Ja, die Guck müssen Guck mal, die Kunden sind unzufrieden. Ja, weil du die Pommes noch nicht gemacht hast. Die muss jetzt hier serviert werden. Ja, ich musste abrechnen. Die Kohle muss ja reinkommen. Was hast denn du gemacht in der Zeit? Ja, ich habe Eine Tomatensuppe versaut, genau. Ich habe Inventur gemacht. Ach so, ja. Gut, falls ich Finanzamt. Alles wichtig. Guck mal, drei Leute warten schon auf deine scheiß Pommes. Die sind doch schon längst fertig. Ma, ich komm doch jetzt. So, fertig. So, ich baue einen Teller. Ah, scheiße. Okay, gut. Ich helfe dir mit Mayo und Ketchup. Ja. Ja, mach Ketchup. Das ist die Hilfe. Du legst es da hin, oder was? Mach doch gleichzeitig Ketchup. Das liegt doch da. Mach dich doch mal nützlich. Ich mach doch. So, weg damit. So, jetzt wieder. Ich mach's. Aber nee, das ist mein Gericht. Pfoten. Mach die Pfoten da weg. Mach die Pfoten von meinem... Oder ist mein Laden? Ja, 93%. Deswegen, weil du's gemacht hast. Bei mir wäre alles 100% gewesen. Das stimmt. Oh, hier ist wieder alles. Was machst du denn jetzt da wieder? Ich wisch den Boden. Ja, gut. Guck mal, wie jetzt die alle. Eklig. Oh, das schmeckt doch toll, oder?
Da wird hier genossen. Du hast Müll in die Spüle gelegt. Nicht so dumme Blick von dir, mal. Das sieht so scheiße aus. So, ich hol die Sachen jetzt, hier. Jetzt habe ich mich hier reinmogeln lassen, dass ich jetzt hier wirklich der Praktikant bin hier gerade. Chef, ich muss die dreckigen Teller holen. Was soll ich noch machen? Muss ich denn, du hast einen guten Ton. Also, hast du jetzt gut gemacht. Ich bin jetzt ein bisschen eingeschüchtert. Nee, du bist der Chef. Ich mach nochmal Pommes, ja? Ich rechne ab. Ja. Danke, Chef. Warum legst du die Fritteuse? Kannst du das ein bisschen aufräumen hier wirklich? Also ja, es tut mir leid. Ich bin überfordert. Episch. Aber die Schnitttechnik ist stark. Oh, soll ich mal neue Kartoffeln holen? Weil wir haben keine mehr. Jetzt brauchst du nicht, gleich ist der Tag zu Ende. Ach so, da kommt noch mal eine Frau, die will noch mal was essen. Wie viel Mayo haben wir eigentlich noch? 160 Gramm? Ja. Kick die mal hin. So. Hier wird geputzt. Ich mach den Laden. Soll der offen bleiben? Oder nee, erst wenn die Frau raus ist, ne? Einfach ein Teller random im Grill drin. Du bist so unordentlich, Junge. Das ist nicht, den habe ich da niemals reingemacht. Ey, als WG-Mitbewohner bist du auch bestimmt so derbe Scheiße. Ja, das immer stimmt. So Müsli-Schüsseln, so drei Wochen lang im Zimmer und so. Drei Wochen, das hättest du gern. Drei Monate. Ich habe das mal gemacht, übrigens. Hey, Pommes verbrennen doch! Ja, Chef! Schrei doch nicht gleich so die Entschuldigung, aber das ist wertvolles Essen. Leg die mal auf den Teller jetzt, bitte. Ja. So, warte, ich wasche die ab. Die Pommes? Nee, die Teller. Jetzt mach mal die Fritteuse ordentlich wieder. Ja, ich mach das. So. Ich habe, als ich noch mit Bosch zusammen gewohnt, habe ich mal Ewigkeiten sowas vergammeln lassen und dann hat er so mich gefragt, ob das ein Projekt für meine Bio-Kurs ist. Ich merke gerade, es ist überhaupt nicht lustig so in der Situation. Nee, aber so ja, passiv aggressiv oder was? Ja, das liebe ich ja. Wir haben jetzt nochmal Pommes gemacht, weil jetzt ist der Tag gleich zu Ende. Das ist deine Schuld. Kann ich die noch zu Hause auch in meinem Zimmer essen, die Pommes? Ich muss mal ein bisschen hier aufräumen und nicht immer alles irgendwie einfach hinschmeißen. Ja, aber wenn gekocht wird, dann ist auch mal ein bisschen Land unter. Danach kann man noch aufräumen. So. Ja, eigentlich nicht, wenn man es ordentlich macht. Räum jetzt weg. Was ist das für ein Messer hier überhaupt? Das ist so ein Kebab-Messer. Lass uns doch bitte mal ein Kebab machen. Ja, das können wir ja machen, indem man aufs Grill legt. Aber aufs dieses Grill? Ding, warte mal, jetzt ganz kurz. Wie das Teil? Du kannst ja selber mal ein Menü gucken. Du hast ja auch ein Menü, wenn du Tab drückst. Ja, ich guck mal. Ja. Menü. Es geht auch, also mal kurz off-Character, man muss halt tatsächlich bei dem Game recht viel erst freischalten. Ich verstehe. Aber diese Dönermaschine, die habe ich tatsächlich, also dieser das ist so Drehspießding, das habe ich jetzt ganz neu heute, aber ich finde im Menü tatsächlich kein. Wir wurden von Vola die Wahl. Hola, vielen Dank für deinen Raid. Hallo. Sagt gerade jemand im Chat. Hallo, Raiders. Döner, aber das ist locked. Kebabrolle gibt es hier, steht da. Ja, aber wir wollen ja Döner machen. Ja, aber guck mal. Wir können Tomato-Kebab versuchen. Ein was? Tomato-Kebab? Das sind aber auch wieder diese Spieße. Lass aber tryen. Was ist denn daneben? Steine? Was ist das? Ein Stahl? Oben oder was? Was? Wofür? Das sind Kartoffelslices, dann ist dieses Kebab-Ding und da oben, was ist das? Das graue. Steine oder Kieselsteine oder was? Du, bei welchem Menü bist du jetzt? Ja, Tomato-Kebab, was du gesagt hast. Ja, dann lass uns das doch versuchen. Wir müssen aber kurz den Tag beenden, weil sonst geht es nicht. Wir müssen einmal nochmal pennen. Ja. Spül mal den Teller hier, bitte. Ja, ich spüle. Dann gehen wir wirklich, wir machen das jetzt. Wir machen wir machen zwei Gerichte. Ja. Ey, pass auf. Versuch doch mal. Ja. Warte mal, geh mal mit mir ins Menü einmal. Wir gucken, jeder macht ein Gericht. Ja, das finde ich geil. Das finde ich sehr geil sogar. Okay, warte, wir machen mal die Pommes weg. So, und jetzt such du dir als erstes eins aus. Nee, wir müssen, Menü cannot be changed while day is ready. Okay, das müssen wir gleich machen, müssen den Tag beenden. Was mit der Suppe hier? Können wir die loswerden? Können wir die... Eis drauf, die habe ich irgendwie auch, das ist jedes Mal das Gleiche. Ich lasse die einfach immer verkammeln. Ja. Okay, komm, das wird geil. Und dann machen wir einen Arbeitstag noch. Ja. Und jeder hat ein Gericht und wir versuchen... Wer das Bessere hat. Maximum Gewinn und Kundschaft zufrieden. Ja. Bin ich voll dabei. Okay, skip. Skip. Ja, wir haben. Ja, okay. Aber wann startet denn der Tag? Sobald wir in den Laden gehen oder wenn wir aufwachen? Ja, sobald wir aufwachen tatsächlich. Ach, wir haben also jetzt. Das ist ja das Geile. Du kannst zum Preparen eigentlich echt Zeit lassen. Guck mal, was wir unlocked haben. Guck mal. Döner. Okay, dann machst du Döner. Ja, aber warte, ich habe das noch nie gemacht. Aber ich versuch's. Warte. Ich versuch's. Ich guck mal kurz. Wo ist denn das? Ich sehe das nicht in den Menüs. Ich guck mal kurz, was man da braucht. So. Ja, ich muss Döner machen. Ich mach den Döner.
Okay, du machst Döner und ich mach. Gib dir mal eins, was ein bisschen einfacher ist, sozusagen, wo man noch ein bisschen mit. Aber trotzdem Herausforderung ist. Ja. Ich würde sagen, du machst. Chicken Breast mit Pommes? Das ist schon auch herausfordernd. Da musst du gleichzeitig Pommes machen und den Grill bedienen. Das geht ab. Mach mal Simple Kebab, finde ich gut. Simple Kebab, das sieht gut aus. Ja, dann mache ich das. Ich markiere das jetzt. Ich hab auf jeden Fall schon vorgefertigte Spieße, die sind im Kühlschrank. Aber du brauchst noch ein paar andere Sachen. Jetzt gehst du in den Menü, weißt du ja, kannst du ja dieses Unpin-Ding anklicken. Hab ich. Da siehst du unten links halt, was du brauchst, ne? Take Ribeye Slice. Aber du hast es schon vorbereitet, oder? Ja, deswegen überlege ich gerade, ob du vielleicht was anderes haben willst. Warte, ich mache was anderes. Ich gebe dir mal was, wo du nichts vorbereitet hast. Mach mal wirklich mal Grilled Beef. Das ist gar nicht so. Also, das war einer meiner ersten Gerichte. Okay, Grilled Beef. Ich brauche einen Ribeye Slice, Salt, ja, Black Pepper. Kannst ja schon mal losgehen, die Sachen kaufen. Du weißt Tomato, ja mittlerweile. Parsley. Okay, warte, wie pinne ich das jetzt? So. Genau, dann mache ich den Döner, gucke ich mir an. Krass, wie holt man sich den Döner? Cringe? Nein. Wir brauchen Ribeye. Okay, wir müssen beide zum Metzger. Hallo, man braucht für Döner auch Ribeye. Das ist aber ungewöhnlich. Ich glaube, ja, das haben die irgendwie so gelöst. Warte mal. Ribeye. Oder was braucht ihr? Wie viel? Was haben wir denn noch im Laden? Ich hol dir einen Ribeye mit. Du brauchst auch einen, ne? Geil, ja, danke dir. Okay. Dann. Ja, genau. Guck mal, was wir noch im Laden haben: Tomate, Grilled Tomato. Gibt's hier. Gibt's in dem Laden hier gar nichts, was ich brauche? Achso, ich dachte, du meinst bei uns im Laden. Nee, ich bin hier im Laden. In dem nebenan. So, aber da gibt es ja gar nichts, was ich brauche. So, wir haben noch die zwei Suppen. Wir brauchen auf jeden Fall Anzünder und Kohle noch. Also eigentlich eher Kohle. Gibt es das hier, wo ich jetzt gerade bin? Hier auf der, wenn man rauskommt, links? Ja. Genau, hier. Kohle und Kindling ist Anzünder? Ja. Scheiße, okay. Hier steht gerade tatsächlich, ich brauche ein Dönermesser. Das muss ich jetzt auch kaufen. Nein, das hast du im Laden. Das hast du im Laden. Nee, das sind. Nein, das sind Spieße. Ach, echt? Oh. Ja. Wie du mir gerade entgegengekommen bist. Ich finde das. Ist das hier. Das ist kein Dönermesser. Nein, das sind die Spieße. Wirklich. Okay. Die sind, hier, das ist das Ding. Ja. Ich hab's jetzt. 200. So, was brauche ich denn noch? Vielleicht brauche ich ja noch aus dem Laden. So, was. Hier ist. Okay, das war's. Donny, hier ist ja noch Kindling und Kohle. Ja, aber das geht schneller aus, als man denkt. Vor allem Kohle. Wir haben nur ein Kohle-Ding. So, ich guck noch mal ganz kurz. Also, du brauchst ja den Grill gleich. Ja, genau. Fall. Also Ribeye haben wir. Ich brauche eine Tomate. Ich kaufe mal Tomaten. Brauchst du auch Tomaten? Nee. Ey, wo gibt's denn Tomaten? Hier. Guck mal, jetzt kann ich das hier reinlegen. Ist ja geil, ey. Aber wie mache ich das jetzt hier an? Wie viele? Drei? Save off Donor Slices from. Okay, ich muss Ribeye schneiden. Musst du übrigens auch gleich machen. Parsley. Das ist geil, ich finde das geil. Jeder macht gerade so ein bisschen seins und dann schmeißen wir den Laden, Alter. Ja. Also, was brauche ich noch? Surf Hot. Hier steht's. Nice. Haben wir noch Salz, Chef? Ja. Haben wir noch Black Pepper? Guck mal, jetzt können wir das. Ja, haben wir auch. Geil, dann komme ich jetzt. Jetzt kann ich das hier dran machen, oder was? Jetzt, guck mal, ich. Ja, Mann, wir haben jetzt ein Döner-Ding. Ein Drehdöner-Ding. Oha, warte, ich komme. Guck. Ich mach noch eins. Guck mal. Was ist denn das? Ist das ein Döner für Ameisen oder was? Was ist das? Ja, warum ist das so klein? Reicht erstmal. Das so, also, hey, so klein ist es nicht. Das ist ein ganz normaler Durchschnitt. Na gut, wenn du das sagst. Das ist eigentlich recht groß, tatsächlich, in manchen Ländern. Mhm. Na gut. Okay, warte, jetzt haben wir. Verstehe ich auch, warum Mami keinen Bock mehr hatte. Wir müssen jetzt ein bisschen absprechen, jetzt, weil ich will den Dönermaschinen bald anschmeißen, ne? Ja, warte. Shave off Döner Slices from Döner. Okay, das. Geil, ich kann dann richtig so der gerätmäßig. Ja, wird nie müde, oder? Pommes muss ich auch machen, okay. Aber ja, was Öl jetzt gebraucht. Ein Problem ist, weil der Gerät war ja jetzt nicht vor dem Chef im Geschäft, ne? Doch, war er. So. Ich bediene den Döner. Auf keinen Fall machst du das. Nee, ich mache ein ganz anderes Gericht. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich hole mal Öl für Pommes. Hast du Pommes? Nee, ne? Nee, ich habe keine Pommes dabei, glaube ich. Flasche Pommes. Warte mal. Black Pepper, bitte, Salt. Kannst du bitte dir mal angewöhnen, die Kühlschranktür zuzumachen? Tomato Slice, Parsley, Peas. Aber ist da nicht irgendwie noch was anderes dabei? Ah, ich hab das Sonnenöl. Wo ist denn das? Ist das mein Zeugs?
Ja, du musst es da rausnehmen und den Kühlschrank machen. Ich habe meinen Sonnenblumenöl vergessen. Fuck. So. Ich vergesse manchmal die Kisten mitzunehmen. Okay, wie mache ich das logistisch gesehen? Surf Hot. Was braucht länger? Ein kleiner Tipp auf jeden Fall, Matteo. Das ja. Ist, ich hab das erst spät gecheckt. Tatsächlich, der Schritt Preparation und Cooking ist wirklich halt, sind echt zwei komplette Schritte so. Ne? Also du kannst alles, was Preparation ist, also wie das Wort schon sagt, einfach zur Vorbereitung machen. Und dann halt alles andere geht dann eigentlich recht fix. Okay, also so. So, slice a Ribeye. Also ich nehme jetzt das Ribeye und slice das wirklich. Fuck, wir brauchen Kartoffeln. Hättest du mir, ja. Okay, ich hole Kartoffeln. Hätte ich mitbringen können, ja. Ja, ja, hast du gefragt. Das ist es schon. Ja, ist ein einfaches Gericht, eins der ersten, aber es ist ein geiles Gericht. Da, guck mal, da, vielleicht kriegst du ja die 100% hin. Aber warte mal, es ist nur eins, was ich mache, oder was? Na, du machst jetzt dieses Grill. Aber guck mal, ich hab die, ich brauch mal Salz. Wo ist Salz? Hier bei dem Gewürzregal. Wir haben ein Gewürzregal? Ich vergesse immer die Kisten. Ach, hier, Black Pepper. Davon 3 Gramm. Okay. 1, 2, 3. War das jetzt 3 Gramm? Kein Plan. Naja, kannst du ja jetzt nachgucken, oder? Nee, wenn du auf Steak mit der Maus drüber gehst. Warte, ich gehe zurück. Jetzt sind es 3 Gramm, ja. Geil, okay. So, dann grill each side. Und dann, was mit der Tomate? Grill Tomato, Slice Tomato. Aber man soll die erst grillen und dann slicen? Das ist ja wild. Wir sind richtig gerade in der Küche und bereiten gleichzeitig Essen vor. Es fühlt sich fast an wie echtes Kochen gerade, also ohne Mist. Ich sitze immer in den Kühlschrank, aber... So. Pommes. Steht dran. Wie viel Pommes brauche ich eigentlich? Döner Slice, Pommes... Ja, scheinbar schon. Du kannst ja jetzt schon mal gucken, Matteo, ne? Also gleich, für gleich, was passiert. Wenn du gleich dein Gericht fertig gekocht hast, ne? Ja. Dann legst du das, hast ja gecheckt, legst du hier drauf und ich lege hier auf das, lege ich halt mein Döner-Ding. Ja. Und dann ist hier immer eine Leiste oben drüber, wie viel noch von dem Essen da ist. Und das heißt, jetzt ist eigentlich schlau, dass du jetzt schon die Schritte, die du jetzt vorbereitest, auch schon machst, so für das nächste Mal kochen direkt. Ich bin komplett überfordert gerade. Warte mal, ich brate hier gerade. Du hast die Tomate nicht gesliced. Nee, danach stand das erst. Ach so, echt? Okay, gut. Oder keine Ahnung, es steht halt Grill und dann Slice, steht da. Nee, dann ist richtig. Ey, bei dem Ribeye Slice, muss ich jetzt bei der Hälfte umdrehen, oder? Ja. Ah, shit. Okay, das wird nicht gut. Ach, Quatsch, das wird schon. Wie mache ich jetzt die Dönermaschine an, vor allem? Ich brauche einen Teller schon mal. Okay, die kommt zuerst runter. Ist es mein Teller? Oh, sorry. Jetzt kannst du das. Komm, ich hol's für jetzt dich. Ich hab's für dich. Nein! Das ist aber eins, Mann! Oh mein Gott. Ja, ich hab's für dich. Ich flipp hier gleich komplett. Ich schneide jetzt hier alles kaputt. Ja, ich hab dich nur gerettet. Wir sind ja ein Team. Es war am Verbrennen schon fast. Ja, ja, stimmt. So, wenn jetzt. Warte mal. Parsley Peas. Achso, anmachen. Warte. Take Peas, F. So. Jetzt haben wir den Döner. Jetzt müssen wir in den Dönermaschine, wie geht denn die an? Da. Ich hab's Baking verkackt. Ja, aber wie viel? Ist es denn nicht? Ist es schlimm oder ist es gut? Ist okay, schlimm. Ab wann ist denn das jetzt hier fertig? Ach, 2 Parsley Pieces. Oh, gucken. Ich mach Dönerfleisch runter hier. Also, Zutaten war 96%, Hitze 100%, aber Baking nur 63%. Overcooked. Ribeye Slice war overcooked. Ich mach noch eins. Kann ich noch eins machen? Ja, mach noch eins. Ja, ich hab auch ein bisschen. Ich bin kein guter Lehrer gewesen. Ich hab ein bisschen. Nee, du hast mir das Fleisch gerettet. Du warst der beste Lehrer, aber ich hab's verkackt. Ja, warte mal. Kocht das jetzt hier rein oder nicht, das Dönerfleisch? Das ist nicht. Ja, ich hab's verkackt, die ersten Dönerfleischstücke. Komm, ich frittiere die einfach. Warum hängt dann eine Kartoffel an meinem Steak? Was soll das? Okay, nochmal. Ich hab Fleisch an der Seite. Jetzt müsste es fertig sein. 1. Okay, 2 sollen da hin. Okay. So, jetzt. Black Pepper. 1, 2, 3. Oh, jetzt für jedes Stück darüber gehen. Vielleicht, ich glaube, man muss den Teller einfach unter das Kebab-Ding legen. Das ist so geil, wie wir beide übelst scheiße anordnen auf dem Teller immer. Ja. Irgendwie drauf. So, habe ich jetzt alles. Ketchup, Mayo. Ich flipp das im richtigen Moment.
Bei der Hälfte oder was, ja. Okay. Boah, Alter, das war ultra schnell. 100%, 96%, 100%. Der Döner wird gut. Okay, wir können geil aufmachen. Kannst ja jetzt eh nicht aus der. Oder willst du es nochmal neu servieren? Ich serviere nochmal neu. Warte, 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 bitte. Geil. Geil, 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 geil. Jetzt leg ich schon mal. Achtung, Achtung. Kühlschrank schon wieder offen. Ruhe, bitte kurz. Ganz kurz. Sorry. Sehr aufgeregt gerade. Das wird geil. So. Hast du hast das Fleisch gewürzt? Kann ich, wo, kann ich, wo? Mach weg, bitte. Mach das weg, bitte. Okay, okay, schnell. Okay, Moment. Die Hitze. Ja, ja. Du hast bestimmt das Fleisch vergessen zu würzen, werde ich. Wow! Was sagst du? Baking 100%. Ingredients 96%. Heat 100%. Good game. Good gamer. Okay, mach auf, mach auf. Wir werden reich. Wir sind offen, wir sind offen. Wir werden reich. Guten Abend. Geben Sie mir Ihr Geld. Hallo, junge Frau, haben Sie Geld? Ich spül, ich spül. Ja, ja, ich. Jetzt bleib mal hier, jetzt machen wir keinen Quatsch. Ja, ja, ich mach keinen Quatsch. Wir machen jetzt erstmal wegräumen hier den ganzen Scheiß. Warte. Nee, nee, das können wir gleich noch gebrauchen. Ich hab so gerade nichts zu tun, komm. Ich mach sauber. Mach ich sauber. Siehst du, ist die Leiste hier, die weiße Leiste über dem Essen. Da musst du drauf achten. Mit deinem Grilled Beef. Muss ich Neues machen dann? Da musst du Neues machen. Bis geht, ich hab kein Fleisch. Ja, ich hol dir. Ich hol Fleisch. Deswegen sind wir jetzt hier. Ja. Ich slice dir auch das. Ich mach die Kunden. Okay. Mach dir keine Sorgen. Ich slice dir das Ribeye dann schon. Oh ja, geil. Geil, Teller ist weg. So, ich wasche auch direkt ab. Geil. Kann ich von hier waschen? Ja, ich kann von hinten waschen. Das ist schießt. So. So, abgerechnet, geil. So, ist die Frau fertig? Ja. Ich leg dir aber nur in den Kühlschrank. Du sollst jetzt auch kochen, ne? Also ja. Warte, ich spiele kurz ab. Mhm. Okay, so, warte, hier ist alles gut. Und die Frau ist fertig in 3, 2, 1, zack. Die Teller willst du ja hier haben. So, ich spüle hier ab. Muss ich nochmal Pommes machen? So, ich werfe den da rein. Sekunde. Also, so, ich rechne hier ab. Weiß ich gar nicht, ich brauche nochmal Fleisch. Scheiße, ich habe zu wenig Fleisch gekocht. Essen geht weg. Ja. Hm. So, rein damit. Rein damit. Ich nehme schon mal das hier. Da so, ist doch noch ist Fleisch. Ja, aber das reicht nicht. Die ist fertig, hier die Frau. Er braucht ja auch gleich das gleiche Fleisch. Es wird abgerechnet. Ich wasche das hier schnell ab. Okay. Jetzt ist gleich dein Grilled Beef. Solltest du jetzt. Du musst jetzt kochen gleich. Ja, ich fange an zu kochen jetzt. Jetzt musst du ein bisschen kunden, ja? Ja, genau. Ich muss mir das Dönerfleisch schon drauflegen. Warte mal, welches Fleisch ist meins? Ach, hast du schon gemacht? Eins. Ja, ja. Zwei. Drei. Ein Teller auf dem Boden. Okay, jetzt genau. Jetzt kümmere ich mich um die Minute. Drei. Ich höre gerade nichts, ich bin komplett im Tunnel. Okay, ich muss jetzt auch meinen Döner kochen, scheiße. Jetzt ist es problematisch. Ich leg den Teller einfach hier drauf. Den Döner braucht noch ein bisschen. So, jetzt brauch Parsley. Ja. Hier. Ah, nein, ist noch nicht fertig gekocht, scheiße. Ah, guck mal, jetzt habe ich das mit dem Timing verkackt. Jetzt läuft hier das. Oh Gott, mein Herz, jetzt würde ich hier so einen Formel-1-Wagen gerade die Reifen wechseln, ey. Doch, Mann, das ist krass. Okay. Also, der kam wieder zurück. Ist scheiße, Mann. Wir müssen jemanden einstellen. Ja. Und Teller. Die Bedienung. Weil, guck mal, ich habe jetzt zu früh. Jetzt kann ich das Fleisch, glaube ich, abmachen. So, Fleisch Teller runter. Zack. So, das runter. Eins. Zack. Zwei. Zack. Drei. Zack. Vier. Oh, ich habe vergessen, die Pommes zu machen. Fuck. Bumm. Boah. 100? 93, 100? Ja, du rettest uns gerade. Ich bin aber warte mal, verkackt. Missing Ingredient? Ich hab die nicht geschnitten. Aber das juckt die gar nicht. Das juckt die gar nicht. Das ist nur 93. Das ist alles gut, ist gut. Okay, so, warte. Ja, ich komm. Ich nehme mir den Teller ab. Jetzt willst du Scheißfleisch wegmachen. Ich hab zu früh abgeschnitten. Ganze Tomate geht scheinbar auch. Ja. Leg die erstmal hier ab. Ich wasch mal. Haben wir noch Kunden? Ich kann gerade nicht gucken. Ja, guck hoch, du kannst, während du Sachen machst, kannst du nach oben gucken. Nein! Scheiße, mein Döner. Oh, hier ist Dreck. So. Ach, Scheiße, hat die ihren Müll hier abgeladen? Eins. Ich bring's wieder zum Nachbarn. Mann, ich verkack den Döner so hart gerade. Nee. Ich guck gleich mal. Ja, der kriegt die halt noch so ein rohes Stück. Ist doch scheiße. Wieso kann ich das rohe Stück hier nicht anfassen? Das funktioniert nicht. Ich muss es wegmachen. Ah. Okay, Pommes. Oh, die verbrennen. Scheiße. Oh, Teller ist fertig. Der kommt hier rein. Wir rechnen ab.
Ja, ich habe jetzt wirklich verkackt. Wir haben jetzt hier. So, Astrein. Kann ich dir was helfen? Kann ich irgendwas abnehmen? Kann ich irgendwie. Ja, ist zu kompliziert, gell. Aber okay, ich guck mal. Aber. Oh, ich habe verkackt. 100% Baking, 100%. 108%. Hä, wie kann man denn 108% Ingredients bekommen? Aber ich habe 55% Heat. Aber wahrscheinlich, weil ich. 4,9 Sterne. Oder ist doch fast perfekt, oder nicht? Ja, das raff ich noch nicht mit dem Sternsystem, ehrlich gesagt. Was, wie macht man diese Dönerstücke weg? Wir haben übrigens umsonst den. Nee, den Grill haben wir nicht umsonst gemacht. Stimmt, du grillst ja. Nee, ich grill auch die ganze Zeit. Game's over! Clean up and close for the day! Okay, wir haben. Oh, ja. Jetzt, dann mach ich das mal in den Kühlschrank. Jetzt müssen wir uns nicht mehr beeilen. Bring das hier zurück. Ja, ich bin gerade im Modus. Na, guck mal, jetzt hab ich da. Das sind die Dinger, die man lernt. Ich hab jetzt zum Beispiel umsonst den Döner da drauf gemacht, weil wir haben. Day is over. Den kann man nicht mehr abrechnen dann. Nee. Das ist dann einfach weg. Okay. Ja, bei mir deswegen haben die auch nur eine Mahlzeit genommen. Hat sich auch nicht gelohnt bei mir. Ja, eigentlich. Das sind alles die Sachen. Also ich habe da schon einen Ehrgeiz, immer besser zu werden. Man kann da schon richtig geil perfektionieren. Wenn wir jetzt hier noch jemanden hätten, der irgendwie so ein bisschen abräumt und so. Man bräuchte eigentlich nur einen, ja? Der Teller macht. Ja, genau. Oder halt der Waschmaschine. Ich weiß aber nicht, auf welchem Level man sich das leisten kann. Ja, aber was kostet der denn? Ja, ich guck mal nach, warte mal. Also auf welchem Level halt. Staff. Genau, nein, die Staff können wir schon kaufen. Könnten wir schon holen. Arnold. Aber eine Waschmaschine. Eigentlich brauchen wir so einen Praktikanten, so wie Henno, der nur abwäscht. Der kann sonst nichts machen. Das wäre gut, ja. Du bist am Donnerstag bei Henno, ne? Ja, genau. Wegen Dark Souls. Das wird, glaube ich, auch richtig geil. Souls 3, genau. Ich nehme den da ein bisschen an die Hand, weil er ein DLC ist. Okay, gut. Das war's dann erstmal, würde ich sagen. Wir machen jetzt, guck mal, das ist auch voll die Verschwendung, das ganze Dönerfleisch hier. Was mache ich damit jetzt? Aber warte mal, was mit dem alten Öl? Wie oft darf man das wiederverwerten? Ja, ich glaube, das ist hier nicht drin im ich glaube, die haben ein paar Sachen so tatsächlich ein bisschen nicht übersehen. Auch zum Beispiel der Müll hier ist unendlich. Also ich muss auch nie den Müll rausbringen oder so. Naja, man muss dazu sagen, ich bringe den ganzen Müll zu den Nachbarn. Ich glaube, wir haben gar nicht so viel Müll. Ich weiß. Okay, gut. Ist hier noch was unsauber? Dann gehen wir mal schlafen. Dann würde ich sagen, dann callen wir es. Aber das war jetzt actually mal ein krasser Tag, glaube ich. Kann man das jetzt sehen? Ich sag's doch ohne Witz, also bei allen Jokes und so. Ich habe jetzt wirklich auch letzte Session hier so versucht, ein bisschen Tryharder zu machen. Es macht echt Bock, also wenn man da reinkommt, auch dieses Belohnungssystem, so neue Menüs freischalten und so. Und dann versuchen, wirklich so perfekt zu sein an einem Tag. Das finde ich irgendwie ganz geil. Nice. So, aber heute kein Bier, ne? Nein. Ah, komm, ein Bier, komm, eins. Nein, ist reingerannt. Okay, na gut. Na gut, lass mal wirklich Profit machen jetzt. An Diät schick, danke. Ja, wir gehen jetzt einmal schlafen und haben, wie er das schon wartet, ey, Lad. Okay. Ja. Ah, sieht doch gut. Und genau, irgendwie, die Essen werden besser. Also da, du hast jetzt zum Beispiel für mich in diesem Game das Grilled Beef besser gemacht. Ah. Auf Level 4. Und ich glaube, das wird dann teurer. Ja, aber warte, jetzt mal ganz kurz, ne? Wir hatten. Das ist total. Aber warum haben wir denn keine. Warum sind unsere Earnings nur 1760? Wir haben gestern 12.000 gemacht. Habe ich auch nicht verstanden. Ey, weißt du was? Irgendwann mache ich, so wie ihr das bei Wunsch noch einmal im Jahr macht, mit den Zahlen durchgehen. Ja, und so ja. So Döner. Das wäre echt geil. Wegen Gambling? Ey, warte mal, wir haben wegen Gambling 12.000 plus gemacht. Wir hätten gambeln sollen. Nächstes Mal wird nur gezockt, nichts gekocht. Das ist viel besser so. Wir haben jetzt einfach eine gute, funktionierende Wirtschaftlichkeit hier, oder wie das heißt. Na gut. Okay. Also gut, machen wir New Day, aber dann war es das jetzt. Yes. War eine geile Session wieder. Ja, war Hammer. Was macht ihr jetzt noch für euch da? Ich gucke vielleicht mal in Dark and Darker rein. Da gab es jetzt einen Wipe, weiß nicht, ob du das Spiel kennst, wo man da durch diese Dungeons rennt und alle kaputt haut. Ach, dieses Ding, wo man immer nur kurz offen hat oder so. Ich habe das immer verpasst. Ich habe das nie gecheckt, wie das funktioniert. Ja, so irgendwie. Ja, ist auch egal. Ja, so, ist tatsächlich wirklich egal. So, aber war geil, Donny. Sehr nice, dass du mich wieder eingeladen hast in dein Restaurant. Wie immer schön. Ja, cool. War nice. Und dann dir noch einen schönen Abend und viel Spaß bei Henno am Donnerstag. Sag ihm ganz liebe Grüße von mir, ne? Mach ich. Dankeschön. Alles klar. Bye, bye. Ciao.